Das Lied kam aus Venezuela und es kam aus der Zeit, als die Weltfestspiele hier waren, Anfang der 70er Jahre. Ali Primera schrieb es: Wie eine Pferdeherde am Morgen, so schläft die Geschichte und sie erwacht. Und sie reckt die Glieder und sieht sich um und stellt sich Fragen. Wofür ist der Kampf und für welchen Frieden, wenn doch alles so bleibt, wie es ist? Und auch der, der träumte von bunten Vögeln und von bunten Blumen, er sieht sich um und sieht, es ist ein Blumenteppich rot aus Blut und die Vögel am Himmel sind schwarze Vögel des Krieges. Was ist das für ein Frieden, wenn doch alles bleibt, wie es ist? Wir müssen die Geschichte heute verändern. Später, in einer besseren Zeit, wird man sie nur aufschreiben. Helft, helft, dass sie wirklich menschlich wäre, diese Menschlichkeit. Ein Lied vor 50 Jahren ungefähr geschrieben und sehr aktuell. Vielleicht noch was zu den technischen Dingen. Ich bin, wie schon am Anfang erwähnt wurde, Leiter der Gruppe Cantare, die ich vor über 40 Jahren zusammen mit Chileninnen in Thüringen gegründet habe. Inzwischen gibt es schon die dritte Formation dieser Gruppe. Vor einer Woche sind wir damit noch aufgetreten. Wenn ich im Solo auftrete, speise ich die Gruppe hier mit einer Aufnahme, die wir im Studio gemacht haben, mit mir selbst, mit meinen Instrumenten und manchmal auch mit einigen Gruppenmitgliedern, um sozusagen den Gruppensound zu bringen. Das ist eine Möglichkeit, um wirklich lateinamerikanische Volksmusik zu machen. Das geht alleine nicht. Und wenn ich das Wort Volksmusik sage, ich habe extra ein bisschen innegehalten dabei, dann ist das so, wenn wir Volksmusik hören in Deutschland, dann schimmern sofort Stefan Mross und das Musikantenstadel bei uns durch. Und deshalb werden bei einem wunderbaren Künstler wie Victor Jara, der als Volkssänger bezeichnet wurde, das ist etwas anderes. Wir Deutschen denken da sehr in Schubladen. Volksmusik heißt Musik des Volkes und Musik aus dem Volk und Musik, das die Befindlichkeiten des Volkes widerspiegelt. Auch von Liebe und Leid, aber auch von Unterdrückung, auch von Aufbegehren, auch von Protest. Wer Victor Jaras Lieder gehört hat, weiß, wovon ich spreche. Und deshalb spiele ich jetzt ein Volkslied aus dem Andenhochland. Und ich habe erst viele Jahre, nachdem ich das Lied schon lange kannte, erst mal genau mich mit dem Text beschäftigt und habe gemerkt, ja, es ist ein Abschiedslied, wahrscheinlich ein Abschiedslied von einem Fest. Und dann habe ich gemerkt, da steckt ja viel mehr drin. Es ist vielleicht einfach nur ein Volkslied, aber wenn jemand singt, auf Wiedersehen mein Heimatdorf, ich muss gehen, ich muss gehen. Ich muss mein kleines Häuschen zurücklassen und ich muss alle zurücklassen, die ich geliebt habe. Dann merken wir, dass wir es mit der Landflucht von Hochlandbauern in Südamerika zu tun haben. Und Landflucht hatte früher mal vielleicht nur was mit Armut zu tun. Heute kommt noch der Klimawandel dazu, dass viele ihr Hochland, ihr kleines Dorf verlassen müssen, weil ganz einfach die Gletscher zurückgegangen sind und ihre Ernte vertrocknet und sie damit als Ärmste der Armen in die Städte ziehen, wo ihr Los noch viel schlimmer ist als das vorher. Und deshalb Vorsicht mit dem Wort Volkslied. Auf Wiedersehen, mein Heimatdorf. Kann ich ein bisschen mehr auf die Monitore haben?